mal wieder, ne? Ah, heute echt sehr spät. Das seht ihr natürlich jetzt nicht so richtig, weil auf der anderen Seite natürlich seht ihr schon, weil es regnet ja. Nee, die Sonne scheint ja rein. Hier ein bisschen heller als sonst wahrscheinlich. Das ist nicht das übliche Ungefühl. Spät, weil ich mir ein Auto geliehen habe, ja, immer mal wieder, damit ich zu Auftritten komme. Am Sonntag bin ich in Backen, mit meinen Backen Hinterleits. Und und gestern sprang das Auto nicht mehr an, weil ich gestern eigentlich auch zum Auftritt damit fahren wollte. Das hat sich dann aber echt bestätigt. Da war heute der ADAC da. Spannende Geschichte. Ich wollte auch sagen, Mensch, Herr vom ADAC, lass uns doch ein Duschvideo machen. Er ließ sich irgendwie nicht dazu überreden, unter der Dusche den Wagen zu reparieren, was auch keine große Reparatur war, weil die Batterie sich entladen hatte, weil ich glaube der Taster, viele Sachen, der Taster von der Kofferraumklappe ist defekt. Das bedeutet, dass das Licht immer angeht und dann entlädt die Batterie. Ich hoffe, das wird sich jetzt irgendwie zerschlagen. Heute ist ja Freitag und noch zwei Tage bis Sonntag. Also am Sonntag und am Wacken muss ich irgendwie kommen. Ne? Sonst wäre schön, wenn sich einer anbietet und sagt, Mensch, ich fahre euch rum. Also wir müssen dann zu dritt müssen wir dann fahren, zu vier sogar, weil wir müssen wir gucken. Jetzt ist hier. Jetzt kommt. So sieht's aus. Jetzt ist aber wie heiß raus. Ich hätte das jetzt extra so komisch eingestellt. So. Ich muss mal denken, dass ich euch ein bisschen hier betreue, ne? Damit ihr auch sehen könnt. So, heute gibt es, wie spricht man das aus? Könnt ihr mir das sagen? Sagt man Cien oder sagt man, keine Ahnung, sagt man Kien? Kien wäre auch cool, ne? Kien. Ja, oder Chin. Ich habe aber keine Ahnung, wie das. Und es ist Cremedusche Tropical Mango. Mango, ne? Alarm hier. Wenn er eigentlich Frucht ist nicht so meins, aber das ist, dachte, komm, dann machen wir einmal hier. Hier ist bei Lidl. Ich frage mich natürlich immer, wie machen die das mit diesem Duft? Ne? Also ist da eine Mango drin? Ich meine, klar, wahrscheinlich. Aber meistens ist es dann ja so, dass es in irgendeinem Holzextrakt nach Mango riecht. Ne? Also eine richtige Mango ist da gar nicht drin. Das ist auch mal, die Inhaltsstoffe sind so winzig gedruckt. Kein Mensch kann das lesen. So, warte mal, ich mache das hier. Ich sorge euch immer ein bisschen glasig. Oh, wackelt sogar die Kamera hier weg. Mal gucken, wollen wir schauen. Also es ist intensiv, die Mango duft, aber natürlich mit einer Plastiknote. Ne? Da können wir auch noch, also das, oh Scheiße, das können wir mal schauen jetzt. Und natürlich, ne, wieder ein Dermadus-Gel, ne, hier, so, es sieht auch immer ein bisschen befremdlich aus, ne, aber gut, schauen wir mal. Heute habe ich sogar noch mal Farbe durchgelassen, weil ich bin jetzt mal nicht. Also, was soll ich sagen? Auf der Haut riecht es noch mehr nach Plastik. Ne? Kostet ja auch nur, glaube ich, jetzt 39 Cent. Ist jetzt auch nicht die Welt. Ne? So. Kann man ein paar Tage von leben. Aber, warte mal ganz kurz. Zack. Und der Backofen ist immer weg. Ne? So. Oh. Ja. Ich bin nicht so der Fruchttyp. Ne? Also, Kokos ist okay. Vanille ist ja, wie gesagt, immer noch mein Highlight. Vanille ist ja wirklich dünn geworden, was das Angebot anbelangt. Gab mal ein reines Vanille-Duschgel. Ich glaube, das war von
Ich weiß es nicht mehr genau. So. Aber ein reines Vanillespiel, das war wirklich gut. Aber es war das Einzige, was Vanille gesagt hat, Vanille auch gut ist. Deswegen war es vielleicht eine gute Story. Da finde ich nichts mit Vanille. Reine Vanille. Nicht irgendwie Vanille und Honig und Vanille und Mango. Oder Vanille und, weiß ich nicht, Erdbeergeschmack. Nee, ich hätte gerne reines Vanille. Also wenn ihr das baut, dann macht mal was für mich. Vanille. Bitte. Ja. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Habe ich schon wieder. Die meisten habe ich schon wieder vergessen. Ach so, ja, krasser Scheiß. Der Thomas, mein Freund, hat mich drauf gebracht, weil er das auch macht. Er zählt jetzt so, also er zählt Kalorien, ist gut, also er hat so eine Fitness-App. Die heißt MyFitnessPal, heißt die, glaube ich, oder sowas. Irgendwie so. Ich habe jetzt auch installiert. Ich versuche jetzt abzunehmen. Mein Kampfgewicht auch so, ne, aber Kampfgewicht sind 78 Kilo. Also gut, die besten Sportzeiten habe ich 74 gewogen und 78 ist okay. Ich bin 1,83 groß und 78, da fühle ich mich wohl mit. Das ist wirklich angenehm. Wiegt jetzt 84, das heißt also, es sind ein lumpige 6 Kilo, die ich jetzt versuche noch abzunehmen. Auf mirakulöse Weise, indem ich halt mein Essen eingebe, mit Kalorien und auch alles wirklich. Ich finde, es ist so ein bisschen Sport, das ist wirklich cool. Und also Sport halt dieses einzugeben, dann so lange wie Kalorien habe ich noch übrig. Finde ich spannend, das mag ich total gern. Das heißt, was das Coole daran ist, das Coole daran ist, ich setze mich mit meiner Ernährung auseinander. Ich gucke jetzt, weil ihr auch sagt, Mensch, guck mal hier, da sind ganz viele gesättigte Fettsäuren drin, hier dieses Produkt hat unheimlich viel Eiweiß und so weiter und so weiter. Das finde ich richtig cool, das ist echt gut. Da kann man natürlich ein bisschen gucken, was fehlt, was braucht man und so weiter und so weiter. Das finde ich echt cool. Ne? Ich gebe auch diesen ganzen Kram mit Omega-3-Fischöl, Vitamin D3, Zink und Aminosäure, gebe ich alles mit ein. Gebe ich alles mit ein. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Das muss ich sagen. Ich bin total begeistert. Macht viel Spaß. Erfreut mein Herz. Und vielleicht nehme ich ja wirklich auch ab. Also, 84,1 bin ich, glaube ich. Also, ich habe jetzt gestern angefangen. Und ich werde euch wöchentlich auf dem Laufenden halten. Ihr werdet das wahrscheinlich auch sehen, wenn ich hier plötzlich so abgemagert. Nur sitze. Oh, guck mal, auch aufgenommen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht bringt es alles nicht. Vielleicht bringt es nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ihr werdet es sehen, ich werde es wahrscheinlich spüren. Und ja, freue mich schon drauf. Wird sehr, sehr cool. So. Ja, das war's heute. Cien. Vielleicht kann mir jemand sagen, wie man es ausspricht. Vielleicht ist ja irgendjemand da vom Hersteller, der sagt, Mensch, das spricht man, weiß ich nicht, Cheyenne aus. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Sag mir doch nur Scheiß. Keine Ahnung. So. Genau. Und wenn ihr Lust habt, schaut am Sonntag vorbei in die Bar Mathilde. Ich werde bekleidet sein und Wein ausschenken, weil ich es am Sonntag immer gerne mache. Und viele, viele Geschichten aufsammle von euch. Und die dann auf der Bühne weinen. Sehr, sehr. So, genießt den, jetzt ist es schon Tag, den Freitag. Schön, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Und ich glaube, das mache ich schnell ab mit dem. Es ist mein kleiner Favorit. Ne? Es ist Kokos mit dabei, aber das ist eigentlich das Beste. Wer hat mir das nochmal empfohlen? Balea, wer war das? Dankeschön. So, jetzt ist Schluss. Dann gucken Sie wieder hin. Es geht also am Abend die ganze Zeit mit einer Mangobe hier und am Supermarkt noch jemand bezahlen will. Wir sehen uns Montag wieder. Ich freue mich auf